Hi, ich bin Melanie. Ich bin 21 Jahre alt und arbeite als Elektronikerin für Betriebstechnik bei Amprion. Amprion ist ein Übertragungsnetzbetreiber. Wir transportieren Strom quer durch Deutschland über unsere Hochspannungsleitungen und das für 29 Millionen Menschen. Ich bin heute hier, um euch mehr über meine Ausbildung bei Amprion zu erzählen. Kommt mal mit! Wie ihr es vielleicht gerade bemerkt habt, ist das hier kein normales Video, sondern ein 360-Grad-Film. Das bedeutet, ihr könnt euch die ganze Zeit in alle Richtungen umschauen. Nun erzähle ich euch ein bisschen mehr. In den ersten 1,5 Jahren unserer Ausbildung lernen wir die Grundlagen der Metall- und Elektrotechnik kennen. Das tun wir nicht bei Amprion direkt, sondern bei einem Kooperationspartner. Ich finde es wirklich cool, weil wir auch Azubis aus anderen Firmen kennenlernen. Neben Sägen, Feilen und Bohren lernen wir auch den Umgang mit Leitungen und Kabeln und machen zum Beispiel auch Lötübungen. Wenn ihr das erste Mal auf das Betriebsgelände kommt, merkt ihr, alles hier ist riesig. Das ist eben kein Job, bei dem ihr nur im Büro sitzt. Deswegen habe ich noch zwei Dinge für euch, die ich euch auf keinen Fall vorenthalten möchte. Also kommt mit! Das hier ist ein Transformator. Ein Transformator ist einfach gesagt dafür da, Spannungen umzuwandeln. Dieser hier transformiert zum Beispiel von 220 kV auf 110 kV. Unsere Aufgabe ist es nun sicherzustellen, dass er an 365 Tagen im Jahr problemlos läuft. Über Trenner wie diese fließt so viel Strom, dass man damit nicht nur eure Haushalte, sondern auch Großindustrien versorgen kann. Auch hier sind wir für die Wartung zuständig. Das heißt, wir kontrollieren elektronische Bauteile oder führen Messungen durch. Wenn ihr jetzt mal nach oben schaut, könnt ihr sehen, wie beim Ein- und Ausfahren der Trenner die Funktion überprüft wird. Für die großen Anlagenbauteile, die ihr eben draußen gesehen habt, ist bei uns die Primärtechnik verantwortlich. In Räumen wie diesem ist die Sekundärtechnik zuständig. Von hier aus werden alle Schaltgeräte überwacht und gesteuert. Damit die Geräte niemals zur Gefahr werden, werden regelmäßige Schutzprüfungen durchgeführt. Lasst uns mal rüber zu Marc gehen, er kann uns erklären, wieso eine Schutzprüfung durchgeführt wird. Hi Marc! Hi! Kannst du mir mal kurz erklären, was du hier machst? Klar, im Rahmen unserer Instandhaltung führe ich gerade eine Schutzprüfung durch. Cool, und wie funktioniert das genau? Mit der Omicron können wir einen Fehler simulieren, der von dem Gerät detektiert wird. Und somit können wir die Funktion von dem Gerät überprüfen. Super, danke schön. Bitte. Und für die Schwindelfreien unter euch habe ich jetzt noch eine kleine Überraschung. Dafür geht's aber runter vom Gelände. Also kommt mit. Ihr habt es vielleicht schon gemerkt, eine Ausbildung bei Amprion ist alles andere als langweilig. Ihr könnt die Ausbildung natürlich auch verkürzen und eure Einsatzmöglichkeiten sind danach nahezu unbegrenzt. Und da sind wir auch schon. Für die Schwindelfreien unter uns gehört es hin und wieder auch zu unseren Aufgaben, die Freileitungen da oben instand zu halten. Aber bevor wir hochgehen, müssen wir zuerst noch unsere persönliche Schutzausrüstung anlegen. Unser Stromnetz bei Amprion erstreckt sich über 11.000 Kilometer. Deswegen gibt es so einige Masten, die regelmäßig überprüft werden müssen. Da so ein Aufstieg hier schon mal eine Weile dauern kann, möchte ich mich jetzt schon mal für euer Interesse bedanken.
Vielleicht ist die Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik ja auch etwas für euch. Schaut doch einfach mal auf unserer Website vorbei. Vielleicht sehen wir uns dann ja mal bei Amprion selbst. Macht's gut!